Guten Morgen, meine Hübsche, und damit herzlich willkommen zu Edgar Bock Bock in Bulsack. Ein sehr lustiges und schräges kleines Point-and-Click-Adventure. Und ja, herzlichen guten Morgen, wollte ich gerade sagen. Guten Morgen, meine Süße, mein süßes Hühnchen. So, was gibt's zum Frühstück? Ja, das werden wir jetzt sehen. Ich sehe ein schickes Ei. Ich habe schon ein bisschen rumprobiert. Die Texte sind manchmal sehr schwer zu übersetzen. Das heißt, ich werde das nicht wortwörtlich machen, sondern nur so grob. So, wir können hier auch mit der Maus auswählen, aber ich lasse die Maus möglichst mal am Rand. Kann ich die irgendwo verstecken? So. Na? So, wunderschön oder meh? Nein, wunderschön natürlich. Ja, wenn Michelangelo natürlich. Wenn der ein Ei gezeichnet hätte, dann hätte er es wieder zerrissen bei dem Anblick deines hübschen Eis hier im Nest. Ja, da freut sich das kleine Hühnchen, was ein bisschen aussieht, als hätte es zu viel Kaffee getrunken. Was stimmt mit diesem Huhn nicht? Sieht ein bisschen nervös aus. So, ich gucke mich erstmal kurz um. Wir können nochmal wieder ins Bett. Okay. Klar, warum nicht? Wir können einmal duschen. Oh, warte. Muss ein bisschen genau sein mit der Steuerung. Die Dusche ist einfach nur eine Wanne. Schön. So, was ist das? Sollte noch einen Winter halten. Das scheint die Heizung zu sein. Okay. Da unten sehe ich einen leckeren Kürbis. Und das ist voll süß, dass die Henne hier mitten im Raum so ein kleines Nest hat, in dem sie schläft. So, was ist da? Kürbissuppe. Meine Lieblingssuppe. Der Trick ist, den Kürbis einmal vorher anzubräunen, also einmal anzubraten, bevor man das Wasser zugibt. Das stimmt sogar. Dann entwickelt er mehr Geschmack und dann braucht man ganz viel Knoblauch auch. Definitiv. Das ist sogar ein richtig guter Tipp. Ne, also wenn ihr Kürbissuppe machen wollt, erst den Kürbis in den Ofen. Ne, halbieren, Kürbis, Ofen und dann, wenn er schön braun ist, dann schmeckt die tausendmal besser. So, ich gehe mal raus. Was haben wir hier? Oh, ganz viele Kürbisse. So, Wind ist scharf, streng. Und der Himmel ist bewölkt. Ein Sturm zieht auf. Wir sollten anfangen. Blub, blub. Mal die Kürbisse abernten, die sehen so schön aus. Ist hier noch was? Ach ja, schöne Blockflötenmusik, die muss man einfach mögen. So. Keine gute Idee, jetzt anzufangen. Okay. Und das hier. Eine Axt. Solide und verlässlich. Alles klar. Liegt noch Holz rum, das wollen wir aber nicht. Hier ist ein Brunnen. Der ist schon vor langer Zeit ausgetrocknet. Oh, das ist nicht gut. Ich meine, wir sind zwar am Wasser, aber es ist bestimmt entweder das Meer oder ein See. Ich kann es nicht genau sehen. Noch ein Möhrchen. Also offensichtlich gibt es zum Frühstück Omelette. So, da ist ein Boot namens Jenny. Damit können wir gerade nicht fahren. Na gut, dann gucken wir uns mal dieses komische Konstrukt hier in der Mitte an. Was zum Teufel ist das? Eine nützliche Karotte braucht es, um dieses Biest hier in Gang zu bringen. Ein Vaporisierer, ist das richtig? Und wir hatten ja Karotten. Wir müssen uns bewegen. Alles klar. Wohin? Können wir jetzt anfangen? Okay, ich habe einen Hase aus dem Baum gesprungen und der hat eine Kraft von 3 Karottenwatt pro Stunde hoch minus 1. Alles klar. Ja, der sollte den ganzen Tag durchhalten. Jetzt können wir anfangen zu arbeiten. Okay, dann. Ist das ernsthaft eine Spitzhacke? Beste Gartenwerkzeug überhaupt. So, siehst du meinen Schatz? Der Schlüssel zu einem guten Kürbis ist, ja, ein guter Boden. Gib mir mal die Samen. Was macht es? Keine Ahnung, woher das Huhn jetzt die Samen genommen hat. Ich glaube, ich will das gar nicht so genau wissen. So, es gibt nichts Einfacheres. Du lässt sie auf den Boden fallen, wässerst einmal und wenn dein Herz dir es so sagt, kannst du ihm auch ein paar süße Worte zuflüstern. Wir sind keine Tiere. Alles klar. So, gießen sollten wir vielleicht noch, genau. So, jetzt warten wir. Nanu? Musik hat sich verändert.
wir arbeiten jetzt, wir warten darauf, dass die Zeit ihr Werk verrichtet und dass die Magie anfängt zu wirken. Oh Gott. Wir schauen auf den Horizont, die Nase im Wind und dann atmen wir tief ein und realisieren, ja, dass wir eigentlich nur Menschen sind. Während die Zeit so vor sich hinfließt, ja, bewirten wir unsere Umgebung. Wir verfallen in eine Routine und dann vergessen wir alles. Kurz gesagt, wir werden alte Säcke. But use your melon tick, be worthy of the squash. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Benutzt deinen Kopf wahrscheinlich. So, können wir weitermachen. Huch, das ging aber schnell. Das Wetter hat sich gerade verändert. Wir sollten uns beeilen, ne? Gut, ich meine, Gießen kann ich mir eigentlich sparen. Nein, nicht die Maschine. Wir müssen uns da schnell drum kümmern, bevor es zurückkommt. Bevor sie zurückkommen. Wer ist denn sie? Before they come back? So, ich brauche was, um das zu reparieren. Schnell, die Zeit rennt uns davon. So, wir sollten das mit ein bisschen Holz reparieren können. Alles klar. Ich meine, da hinten ist ja schon mal welches. Perfekt. So, Beech oder Oak? Beech ist, glaube ich, das Birke? Ich weiß es gar nicht. Wir probieren mal Eiche. Okay, es sind nicht mehr so viele da, aber das sollte wohl funktionieren. Eiche ist, glaube ich, ein bisschen stabiler. Ich brauche immer noch irgendwas, um das Rad zu schmieren. Das Feuer von dem Blitzeinschlag hat das Öl verbrannt. Das ist ungünstig. So, lass uns schnell machen. Sie kommen zurück. Wer ist denn they? They are coming back. Die Blitze? Tja, Öl. Weiß ich nicht. Am Ofen vielleicht? Heizöl oder so? Oder hier in der Küche? Okay, eine Fischkonserve mit Omega-3-Fettsäuren. Ja, es ist, lässt es zwar nicht besser riechen, aber das wird wohl immer noch Öl sein. Back-off-Check. Okay, zurück Hühnchen. Das hier wird dir die Nasenhaare kräuseln. Haben Hühner Nasenhaare? Ich glaube nicht, oder? Die haben sowieso nur so kleine Mini-Näschen auf dem Schnabel. So, Öl reinkippen. Ist bestimmt eine gute Idee. So, Möhrchen ranhängen. Alles klar. Können wir jetzt weitermachen? Jetzt können wir weitermachen. War das vorher auch schon so schwarz? Sieht das gut aus? Ich weiß ja nicht. Der Rauch. Irgendwas stimmt nicht. Ja, irgendwas stimmt ganz und gar nicht. Sagt mir nicht, dass es... Das ist was? Wieso gieße ich, während es regnet? Los. Mach einfach mal weiter, ne? Ich weiß nicht, was er hat, aber ich mache einfach mal weiter. Und ich lasse das mit dem Gießen mal, weil eigentlich sollte das ja Sinn machen. Ja, siehst du? Links das Feld hat sich von allein bewässert. Und ich gieße trotzdem wieder. Alles klar. So, hier hinten ist noch eins. Zack. Okay, das mit dem Rauch ist wirklich nicht so gut. Ich sollte nochmal nach dem Vaporizer gucken. Irgendetwas ist nicht richtig. It's fishy. Okay, und ich mag den das Geräusch nicht. Something is fishy heißt, irgendetwas stimmt nicht. Aber natürlich haben wir gerade Fisch reingekippt, das macht Sinn. Das Razidium. Was zum Teufel ist Razidium? Ist geschmolzen. No! Sie kommen. Oh, wie eklig. Und das Fliegen? Oh, guck mal, das Huhn versteckt sich. Nein, doch, es versteckt sich. So, hier Fliegenklatsche. Gib ihm. Bitte was? Rückzug, Rückzug. So können wir sie nicht besiegen. Okay, dann machen wir Rückzug. Alter, ist das ekelhaft. Plötzlich alles voller Schmeißfliegen. Blech. So, das Huhn ist ein bisschen verwirrt. Es sieht dauerverwirrt aus. Was bitte machen wir da gerade? Was ist das für eine komische Lampe auf unserem Kopf?
Was meinst du mit Borg? Ohne den ionischen Vaporisierer. Achso, werden die Fliegen die Kürbisse in kürzester Zeit vernichtet haben? Was denkst du, warum die hier so selten sind? Reign of Terror. Es ist der reinste Terror. Ein großes Massaker. Azidium ist der Schlüssel. Es ist das Herz der Maschine, ein sehr seltenes Metall. Seine Essenz selbst ist dafür verantwortlich, dass die Fliegen, die Löwenfliegen, abgehalten werden. Und das genau brauchen wir. Und wenn wir das nicht schnell bekommen, dann wird die ganze Kürbisernte vernichtet sein. Und mein liebes Hühnchen, in einer Welt ohne Kürbis herrscht das Chaos. Alles klar. Ich muss mal sagen, das Huhn macht übrigens sehr niedliche Geräusche. Ich weiß auch nicht warum, aber ich finde das sehr süß. Was, die Älteren? Meine Eltern? Gucken wir doch mal. Oh, mächtige Großmutter. Leih mir deine übernatürliche Stärke, oder? Oh, alter Großvater. Gott, Allure? Ist das nicht Ausstrahlung? Nee, weiß es gar nicht mehr genau. Fragen wir mal nach der Oma. Wir brauchen jetzt Stärke, würde ich sagen. Alles klar. Oh, alte Hexe. So würde ich meine Oma nicht nennen, wenn ich ihre Hilfe will. Ich beschwöre deinen Bizeps, um die Kürbisse vor ihrem grausamen Schicksal zu bewahren. Und guck mal, das Huhn betet mit uns. Gib mir Stärke, dass ich dieses zerstörte Land wieder heilen kann. Ja, gut. Tja, ich würde jetzt das mal etwas kommentieren, aber obwohl ich ein bisschen rau bin, verbiete ich mir, zu unhöflich zu werden. Okay. Weiß nicht genau, was damit gemeint war, aber hey, da ist ein Zettel rausgefallen. Oh, guck mal, das war hinter dem Rahmen versteckt. Aha. Habe ich dir doch gesagt. Diese alten Drachen haben uns nicht im Stich gelassen. Ah, Hoffnung, süße Hoffnung. It snuffed it in the blink of an eye. Keine Ahnung. Irgendeine Art von Phönix? What? Ah. Okay. So viel zur Hoffnung. Hier, Friseur. 6 Uhr abends am Dienstag. Ah, verdammt. Ich glaube, der Phönix hat uns gerade wieder verlassen. Ah, wir werden aber nicht aufgeben. Es ist definitiv ein Zeichen. Lass uns gehen, mein Schätzchen. Auf nach Bulsack. Oh, und da hat das Wetter wieder aufgehört. Also der Regen wieder aufgehört. Können wir noch was mitnehmen? Sollen wir den Herd nicht lieber ausstellen? Die Suppe köchelt da die ganze Zeit. Den Ofen vielleicht ausstellen? Nö. Nee, okay. Och Gott, wie das aussieht. Diese pechschwarzen Kürbisse. Aber ich glaube, wir kommen da nicht gegen an. Wir werden mal aufbrechen. Ich denke mal, hier, da, Boot.